Aber obwohl ich focht, bis der Wüstensand rot von Blut war, konnte ich den Tod nicht besiegen. Durch meine Schuld starben? Ich wähle den Tod. Der Zeit. Aber er liegt sicher in der Schatzkammer meines Vaters. Wie... Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist wie ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch und ich werde euch ein Märchen erzählen, wie ihr es noch nie gehört habt. Wisset zuerst, dass ich der Sohn Sharamans bin. Deshalb bin ich hier, um euch und euren Vater zu bewegen, diesen treulosen Visier einzukerkern, bevor er euch verrät und uns allen Verderben bringt. Sein Signal ist ein brennender Pfeil. Kommt ihm zuvor und die Armee meines Vaters wird wissen, dass der Verräter entlarvt wurde. Sie werden umkehren. Ein tolles Mädchen, ja. Doch ich kenne die wahre Geschichte. Ein Soldat auf der Suche nach Ruhm drang ein in die Gemächer der Tochter des Maharajas und wurde getötet von mir. Ja, ja. Euer Hoheit, zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr fliehen. Der finale Endkampf. Viel zu lahm, wenn man mich fragt. Ich kümmere mich um den Einheimigen. Matrude vate mampahi. Geht er jetzt eigentlich der Megapost? Natürlich geht er. Immer weiter. Und zack und zack und zack. Für ein Zauber zack, ist das. Zack, hört auf zack, damit. Zack, 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 zack. Er kam, um euch zu helfen. Zack. Ich will dich hören. Ausführungen sind sehr so. Jetzt kann ich durch. Und. Bad. Geht nicht. Ja, ja. Aua. Lasst ihn zu meinem Vater bringen. Aua. Er möge urteilen. Au! Aua! Visier, ich befahl aufzuhören. Verweigert ihr den Gehorsam? Ich habe schon so lange die Befehle eines greisen Narren und eines Kindes befolgt. Na, komm. Euer Vater war in der Jugend ein großer Krieger. Zumindest sollte das die Welt glauben. Eine Schande, dass ein Sohn nicht nach ihm kommt. Na, komm. Ich hätte zu gerne mit Vater und Sohn doch. Ja, komm. Halt ihn ab. Als teilten sie die Vorliebe für Raub und Plünder. Bade deinen Atem. Das bisschen, was du noch hast. Ihr erkennt mein Leiden. Der Tod. Genuss. Glaubt ihr wirklich, ihr könntet mich besiegen? Natürlich. Was glaubst du? Vorsicht.
Überanstreng dich nicht. Das ist der Köster. Geht das? Geht der? Ich kümmere mich um den Eindringling. Nee, geht. Jawohl. Er geht sogar. Komm, lass mich in Ruhe. Komm, lass mich doch über dich drüber springen, Alter. Wie hab ich den eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die ganze Zeit hat er mich eigentlich immer drüber springen lassen. Ohne jegliche Probleme. Deswegen gab es mir eigentlich die ganze Zeit immer so einfach vor. Obwohl ich jetzt merke, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. Komm. Ach. Bin gleich tot. Bloß das Leben, das dürfte er eigentlich gar nicht haben. Wenn man es genau nimmt. Weil alles, was wir erlebt haben, ist ja gar nicht passiert. Kann ich? Zack. Bam. Das Ende des Großviziers. Bam. Und so endet es. Was wird der Maharaja fühlen, wenn die eigene Tochter vom Sohn seines Feindes erschlagen wurde? Wünscht er, dass ich der Prinzessin etwas ausrichte? Bevor ich sie töte, vielleicht ein paar Worte der Liebe. Nee, danke. Ich kann verzichten. Verzichte zu gern. Ich war unsterblich. Beinahe. Ist es wahr? Er ist der Verräter. Nehmt dies. Bringt es zurück in die Schatzkammer eures Vaters. Bewacht es gut. Ich schulde euch Dank. Aber warum habt ihr so eine unglaubliche Geschichte erfunden? Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ich sagte, ich schulde euch Dank. Ihr verlangt zu viel. Unglaubliche Geschichte erfunden. Haltet ihr mich für ein Kind, das solch einen Unsinn glaubt? Ihr habt recht. Es war nur ein Märchen. Wartet. Ich kenne nicht mal euren Namen. Nennt mich einfach Kakulukiam. Das hat er nicht erzählt. Ja, Leute, was gibt's zu sagen? Nix eigentlich. Das Spiel, einfach der Hammer. Schon immer ein Hammer gewesen, meiner Meinung nach. Seinerzeit eigentlich schon immer um einiges vorne raus. Und es ist und bleibt das beste Spiel aller Zeiten, finde ich. Zumindest für mich. Grafik, Story, Musik, Soundtrack, alles einfach nur geniale Spitze. Macht Spaß zu spielen, das ganze Spiel, ich hab's, wie schon des Öfteren gesagt, 13 Mal jetzt durchgespielt und es hört einfach nicht auf. Ich glaube, ich spiel's nochmal durch. Es ist einfach nur so ein geniales Spiel, was sich immer und immer wieder spielen lässt, das eigentlich niemals so richtig aussterben wird. Ich meine, Prince of Persia ist sowieso so eine Reihe, die kennt wirklich jede Sau. Wer zumindest nicht dieses Spiel gespielt hat, hat entweder den allerersten Prince of Persia gespielt oder die anderen Teile der Trilogie. Es gibt nichts zu sagen, Leute. Spielt's einfach durch für den Fall, dass ihr es noch nicht gespielt habt. Und dafür sind eigentlich alle großen Worte zu viel für dieses Spiel. Weil... mir fehlen die Worte. Allerdings zu bemangeln wäre wirklich nur die Kamera oder die komplexe Steuerung noch dazu. Die vielen Kampfkombis, die man machen kann, wenn das Spiel ist von Anfang an. Allerdings man nur wirklich
drei oder vier festkonzentrierte Spiele nutzen kann, weil die restlichen nie richtig funktionieren. Ihr habt es gesehen, ich habe es versucht, irgendwelche Attacken noch hinzukriegen, die ich nie gekriegt habe, aber es wollte irgendwie nie richtig gehen. Das wäre wirklich das Einzige, was zu bemangeln wäre, was in der Endwertung von diesem Spiel wirklich nur einen einzigen Punkt ausmacht, weil es ist wirklich nur erst klassisch. Ich habe dieses Spiel ja nur so nebenher von Neva Dead Space her gespielt. Für den Fall, dass dieses Video jetzt halt hochgeladen ist und sobald, also bevor Dead Space fertig gespielt wurde. Oh, Gerrit Schmidt-Voss ist also der deutsche Sprecher und Synchronisator von Dings, von Leonardo DiCaprio. Auch, Quatsch, doch, Leonardo DiCaprio. Ja, auch schön zu wissen. Oder ne? Doch. Gerrit Schmidt-Voss. Oder Prinz. Ja. Auch die Animation. Ein absolutes Lob. Die Spezialeffekte. Qualitätssicherung. Gesamtleitung. Erik Template. Bei den Testern, da wäre ich auch gerne dabei gewesen von diesem Spiel. Das hätte einfach nur eine Top-Wertung bekommen. Und ist ja auch. Sind das viele Testpersonen? Nee, was testen die alle? Ich glaube, ich bin. Ja Leute, jetzt bleibt mir nur noch was zu sagen. Für den Fall, dass euch dieses Projekt gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben geben. Weil dieses Spiel hat es einfach nur verdient. Ich bin jetzt nicht likegeil oder sonst irgendwie. Ich finde einfach nur, geht dem Spiel einen Daumen nach oben, weil es einfach nur genial ist. Und das kann man immer und immer wieder durchspielen. Es wird nie alt, es wird nie neu. Es ist immer wieder einem dasselbe, aber man ist bei jedem Mal durchspielen immer noch genauso begeistert wie beim ersten Mal. Also so geht's mir. Das kann natürlich auch jeder andere gleich sehen, aber das ist halt meine Meinung. Ja, wie geht's jetzt weiter mit meinem Kanal? Erstmal Dead Space noch durchspielen. Dann eine kurze Pause einlegen, bis halt Windows 7 installiert ist. Es wird höchstwahrscheinlich 2 oder 3 Tage gehen, bis dann halt wieder Videos aufgenommen sind. Das nächste Projekt, was dann steigen wird, ist natürlich dann die fortschreitenden Teile der Prince of Persia, The Sands of Time Trilogie. Und wie schon gesagt, Castlevania, Lords of Shadow. Ja. Ja, mir fehlen echt die Worte, ich kann nichts mehr neu dazu sagen, weil wer dieses Spiel noch nicht gekannt hat, soll es einfach nur spielen. Fertig. Da reicht Zuschauer nicht, das Spiel ist wirklich erstklassig und das muss man wirklich ein einziges Mal durchgespielt haben selber. Dieses Spiel bekommt von mir extrem positive Wertung, 9,5 von 10 möglichen Punkten. Das war's, lasst mir mal gerne eure Comments da und eure Meinung über dieses Spiel. Würde mich interessieren, wie ihr über dieses Spiel denkt. Die meisten meiner Abonnenten haben mir ja schon irgendwelche persönlichen Nachrichten geschrieben oder Kommentare hinterlassen zu diesem Spiel. Und ja, mir fehlen die Worte. Abonnieren nicht vergessen, favorisieren, mit Scheiße beschmieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal von DasGerhardLP. Und ja, ciao, euer Gerhard. Ja.